Damit Leute, willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Im letzten Part haben wir so einen roten neuen Geist besiegt, den man nur von hinten ansaugen kann. Und so ein Polizeichef ist hinter dieser Tür verschwunden hatten, aufzuknopf bei sich. Und wir werden jetzt da reingehen und ihn zu irgendwas stellen, zur Rede stellen. Und noch dazu haben wir die Läden da draußen ausgeräumt. Im letzten Part. So ein zuverlassene Wasserpistole hat. 250 Leben, genau wie da eine Page im Keller, also noch nicht so krass an sich, ja. Ah, er hat seine Sonnenbrille. Ja, wirklich sein. Ich glaube, da wirklich wahrscheinlich mal, oder? Ja, da, er schießt. Es bleibt doch kurz am Boden, ob es dann wohl auch noch gilt, dass ich sterbe. Oh. Ob es dann auch noch gilt, dass ich stirb, wenn ich reinlaufe? Keine Ahnung. Boah, das fette Vieh da. Wie das knallt, wenn ich es auf dem Boden habe. Und jetzt? Das kriegt natürlich Luigi, was keinen Sinn ergibt, aber. What the? Beruhig dich. Okay, jetzt hat er sich eine andere Brille schnell geholt. Das finde ich cool. Gut, da haben wir ihn gleich. Aber er wird gleich wieder kommen mit seiner Mega-Attacke wahrscheinlich. In der Mitte steht er jetzt. Und ihr fällt. Fuck. Ich hab gehofft, er fängt irgendwie in der Mitte an und trifft mich dort nicht mehr, aber er hat ge. Okay, das bei mir anfängt, wäre naheliegend irgendwie. So, ja, einmal. Einmal hat er uns erwischt, aber damit komme ich klar. Diese Szene hier, das ist... Ich glaube, das soll nicht so sein. Ich wollte gerade noch ansprechen, diese Szene, dass wenn halt was aus dem Schreckweg hier so rausfliegt, das zum Beispiel Aufzugknopf, das ist aus Luigi's Mansion 2 übernommen, auch der Sound, glaube ich, aber ja. Sie ist mit dem Karton da falsch gelaufen. Und die Sequenz auch, wie Luigi so rumgestaut hat, habe ich mir gedacht, er hört das Geräusch vom Karton, aber okay. I did it. Einfach weggebuggt, aber ich habe das Problem beseitigt. Gut. Okay, das sieht man, es kommt zu kleinen Bugs, weil da habe ich ja, glaube ich, den Geist mal so hingehauen, dass er dann kurz in der Decke geklebt ist und wieder runtergekommen ist. Der Geist, wie ich ihn so geklatscht habe, ja, aber okay. Ja, das hat es leicht verbuggt gerade gewesen, aber egal. Ist ja trotzdem ein gutes Spiel. Und es läuft. Und wem ist das von Next Level Games oder so ein Spiel? Korrigiert mich, falls ich was Falsches sage, bitte. Danke. Ist hier noch irgendwas? Ja, wenn ich Money halt. Okay, ist. Hier noch irgendwas, vielleicht ein Schlüssel oder so. Das eine Räumchen da unten, das ich unbedingt noch erkunden wollte. Weiß nicht, ob das noch relevant wird.
Geh dann einfach mal rein. Aber ich denke nicht, dass ich schon drin war, oder? Jetzt wäre ich ja kaum mit Lust. Allerdings ist jetzt auch ein Hindernis für Luigi auch ganz cool so. Warte mal, hier drin. Ach stimmt, Mann, bin ich dumm. Hier war ich ja schon drin. Ja, okay, das war gerade euch. Okay, gehen wir mal wieder. Ich glaube, hier gibt es nicht mehr viel zu sehen. Oh. Und da rein mit uns. Luigi, du kannst jetzt mit dem Aufzug direkt zu E2 fahren. Ich würde sagen, dass du das direkt mal ausprobieren solltest. Okay. Soll ich gar nicht das ganze Zeug, was ich da ganz geistig eingefangen habe, zu dir bringen? Aber egal. Ah, Gastronomie, das hat man, glaube ich, schon gesehen. Wo dieses Schild doch war und so. Ihr wisst ja noch, in der Lobby. Da war ja so ein Schild. Das Ding, wie keiner geputzt oder so, da können wir gar nicht rein. Ich glaube, das ist die Gastronomie. Ja, da, was sage ich denn? Das meinte ich. Also, der Fahrstuhl hier, wo man gerade rauskommt, also die Station, die gehört zur Gastronomie, könnte man sagen. Bin ich auch komisch. Gehört ja auch gleich zur Lobby her. Und das, glaube ich, auch anfangs unter E1 angespeichert gehen. Ah, ne, das ist unten etwa. Also gleich drunter. Hier durch den Pömpel können wir jetzt auch rein. Und da links bei der Tür kommt, steht ja auch was. Da bilde ich auch, weiß nicht, ob ich das aufgenommen habe, da bin ich, wie ich noch ein Juwel gesucht habe, auch gegen die Tür gelaufen. Vielleicht habe ich das drin gelassen, vielleicht auch nicht. Hier ist gleich ein Nebenraum, oder wie? Tatsächlich. Könnte gleich ein Geist aggro werden, ne? Wie Luigis Arm da irgendwie voll lang aussieht, wenn er reingreift. Klingt auch komisch. Okay. Sieht nicht so aus, als wäre hier so viel. Ja, Pömpel, oder? Ja, es war gerade Bad Winkel. Doch nicht. Kann jetzt auch mit Bewegungssteuerung machen, finde ich auch ein wenig umschalten. Was ist denn das da oben für eine Scheiße, Alter? Ja, Mann. Das Schwein da oben macht ja fast Angst. Das dachte ich mir, dass da noch was rauskommt. So. Guti, dann gehen wir mal hier wieder raus, würde ich sagen, oder? Recht viele wird hier wahrscheinlich nicht mehr sein. Mann, dieser Sound, wenn man irgendwas, weiß nicht, glatteres einsaugt, wie die Fliesen in den ersten Parts oder jetzt diese Billardkugeln hier. Finde ich ganz cool. Oh. Pfotenabdrücke vom Hündchen kann man da auch ansehen. Cool. So, das entfernen wir mal, damit man hier auch wieder rein kann. Was ist hier? Der Fahndungsbilder von uns. Sieht wie die Küche aus oder so, weiß nicht. Kommen wir aber nicht rein. Mal gleich den Mülleimer einfach zerstören. Kein Wunder, dass hier drin so viel Müll liegt. Okay, ist die Toilette. Ach, muss ich dran gewöhnen, dass düster Licht auf X ist.
Fuck, bin ich schlecht. Das ganze Geld, was da gerade geflogen ist, habe ich einfach nicht bekommen. Boah, ich komme teilweise noch nicht ganz klar mit der Steuerung. Es ist scheiße einfach. Also es ist blöd, dass ich nicht damit klarkomme. Die Steuerung ist jetzt nicht kompletter Bullshit oder so. Es ist halt, wenn man jetzt den zweiten Teil gewohnt ist, auch ein wenig anders. Kommt der Tricksrabe nochmal rein? Scheiße Rabe. Teilweise slidet er aber schon hässlich am Boden herum, der Luigi. Juwelgeist. Nice, das ist gut. Ah, da können wir jetzt in die andere Toilette rüber, die blockiert war. Ja, genau. Okay. Hat sich jemand zu viel Essen auf die Toilette mitgenommen? Keine Ahnung. Diese Seite ist das Ding hier einfach runtergenommen. Logisch natürlich. Hey, muss doch auch irgendwas noch sein. Irgendwas Specialhaftes, oder? Schwert. Und einfach reinsaugen kann. Ja, und ein wenig Geld. Irgendwie habe ich mir mehr erhofft. Durch Türen kann Luigi nicht gehen. Das heißt für uns wieder gehen. Ich komme schon. Okay. Ist das jetzt ein Restaurant, also. Und der Hund will essen. Weiß ich aber so anders, wer da hinten kocht oder so, keine Ahnung. Beziehungsweise einfach ein Geist hat, meine ich. Ich hoffe, das Spiel ist nicht so laut, weil ich höre es halt auch, glaube ich, doppelt so laut wie ihr, also. Was sowieso belastend ist, wenn ich ganz ehrlich bin, ich höre mich selbst fast gar nicht mehr. Da oben ist auch so ein Rohr. Boah, ich hasse es. Luigi steuert sich so scheiße irgendwie. Sobald man dann saugt, kann man nichts mehr machen. Zwar im zweiten Teil ist auch nicht anders, aber irgendwie finde ich es hier noch schlimmer. Ich weiß auch nicht. Trotzdem ist das Spiel natürlich wirklich gut. Also ich will es jetzt nicht schlecht reden oder so. Mann, dieser Hund. Okay, die feiern hier ein wenig. Luigi, kommt nicht an ihnen vorbei. Alles klar, einfach mal 8 Geister. Ich find's auf jeden Fall krass, wie viele Geister hier. Wie viele Geistern hier immer experimentiert wird, also. Also auch gekämpft wird, meine ich halt, in dem Teil hier. Ist ganz anders als ein. Zweiten Teil oder so, finde ich zumindest jetzt. Aber es ist generell ziemlich knapp momentan. Ich habe auf jeden Fall ziemlich viel Glück auch. Mann, ich drücke immer kurz davor.
die 20 Leben instant weg sind, wenn man anfängt zu sorgen. Okay, da hat jemand gelacht. Da singt jemand. Gehen wir mal weiter. Oh nein, nächster Bosskampf schon, oder wie? Irgendwie geht mir das Spiel ein wenig zu schnell, wenn ich ehrlich bin. Das ist gut gemacht, irgendwie, dass er dann so hustet, der Luigi. Nee, da war glaube ich Geld drin, ne? Ach stimmt, Luigi. Ach so, nee. Jetzt verstehe ich's, ja. Mann, das ganze Geld verpufft. Schade. Dafür kann ich ja nichts, dass ein scheiß Fisch runtergefallen ist. Oh fuck. Er eskaliert. Ey, was hat er denn? Tatsächlich. Man muss einen Fisch auf ihn schlagen. Also auf ihn schießen. Das Türkis. Die türkise Zahl über ihm mag ich. Die gefällt mir. Ah, das geht doch safe mit der Melone auch. Ja, fuck. Fuck. Ach, du bist einfach... immer nur dumm, Luigi, du musst es einsehen. Ah, da, geschafft. Ich dachte mir schon, es geht mit den Melonen oder so auch. Fisch lebt er sogar noch. Und ich sehe gerade, der Typ hat noch 2 Leben. Das kann kritisch werden mit dem Killen am Schluss. Oh. Das hat toll. Das hat geil ausgesehen, muss ich sagen. Na, fuck. Wow. Oh, fuck. Kritische Situation. Der richtig dummes. Warum schmeißt er zu viele Fische? Fuck, fuck, fuck. Ja, scheiße. Wie der Fisch vor meinen Augen verpufft, Alter. Ich habe ihn ja nicht mal am Ding gehabt, das habe ich gar nicht gesehen. Ah, das war's mit ihm. Hat er gerade gelacht? Die Fische. Warum hat er gerade gelacht am Schluss? Ja, Luigi.
Aber bereits den zweiten Boss jetzt. Ja, okay. Mal hier ein wenig umsehen. Ja, genau, weil das so easy geht. Schon wieder ein Rabe. Ja. Endlich. Oh, ich glaube, das braucht man hier drin, oder? Okay, was hat er jetzt für einen Anfall da drin? Liegt ja im Goldband drin. Okay, keine Ahnung, was hat. Ach, keine Ahnung. Leute, wenn euch die Folge hier gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Mir fällt gerade noch eine Sache ein. Das ist, wenn man das Ding grillen soll. Okay, nö. Okay, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaltet wieder ein, wenn ihr wisst, wie es weitergeht. Und ciao.